Liebe Bücherfreunde, herzlich willkommen im Wochenende. Heute schon etwas früher, denn ich drehe die Bücherwoche bereits am Freitag, weil ich so just in dem Moment, wo das Video hochgeladen ist, also hier zur Verfügung ist, wohl schon in Leipzig sein werde. Denn ja, es ist endlich Zeit für die Leipziger Buchmesse 2017. Und ich möchte aber hier keinen ärgern, der zu Hause ist, sondern ich hoffe, ich kann euch mit meiner Bücherwoche ein bisschen Bücherfeeling nach Hause vermitteln, damit das Zuhause-Sein nicht ganz so schwer fällt, wie es euch vielleicht tut oder, ja, man weiß es ja nicht. In diesem Sinne ist diese Woche doch ein bisschen was buchtechnisch passiert. Ich habe fast 4 Bücher gelesen, habe einen neuen Funko, habe eine Buchverfilmung mehr oder weniger gesehen und auch die Umfrage in unserem Leseklubbuch für das Aprilbuch ist gestartet und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Aber wir fangen natürlich wie immer zuerst mit den Büchern an und das erste Buch habe ich zusammen mit Paddy und Thorsten gelesen und das war Jack von Tess Riley und Christian Brandt. Ja, da ist Minze Katze wieder da. Hier haben wir einen Thriller, Krimi, Zeitreiseroman, ein Mix aus allen Genres. Und an dem wir mit sehr wenig Erwartung, glaube ich, alle drei herangegangen sind. Und ob er uns überraschen konnte, ja, das natürlich später. Dann das zweite Buch der Woche, was ich auch so ein bisschen parallel gelesen habe, war Infernale Rhapsody in Schwarz von Sophie Jordan. Das ist der zweite und abschließende Band der Dilogie um die Infernale Dystopie-Reihe. Eine Geschichte, die, glaube ich, im letzten Jahr, ja, 2016, für Furore gesorgt hat und wirklich, glaube ich, auch sehr gehypt war. Denn wir haben hier eine Dystopie, die, ja, zumindest vom ersten Teil war sie echt großartig. Und wie mir dann der zweite Teil gefallen hat, ne, das kommt dann. Ja, mein Schatz, du bist auch da. Dann habe ich gelesen von Marion Hübinger, Water Love aus dem Drachenmond Verlag. Dieses Buch wurde mir als Drachenmond Lounge-Blogger vorab zur Verfügung gestellt und ist auch ein dystopischer Jugendbuchroman. Und das Cover ist schon richtig schön, oder? Also das hat mir unglaublich gut gefallen und hatte mich dann auch im Klappentext direkt angesprochen. Und wie es mir dann gefallen hat, auch das später. Und das letzte Buch, wo mir jetzt noch so circa 30 Seiten fehlen, ich glaube insgesamt noch 3 Geschichten sind es, ist China, wie wir es sehen, von Erik Lorenz. Und hier haben wir eben einen Sammelband von verschiedenen Geschichten von und um China herum, sowohl von Einheimischen wie Zugereisten oder auch einfach nur Urlaubern und auch eine Geschichte eben von Erik Lorenz und er ist hier eben auch der Herausgeber und das wollte ich jetzt unbedingt noch diese Woche lesen, einmal weil mich so ein bisschen Fernweh plagt. Und zum anderen ist Erik Lorenz nächsten Dienstag bei mir auch auf dem Kanal zu sehen in einem Autoren-Hangout, wieder 19.30 Uhr. Und da könnt ihr dann natürlich doppelt sozusagen gespannt darauf sein. Starten wir aber jetzt erstmal mit dem ersten gelesenen Buch. Und zwar ist das Jack von Tess Riley und Christian Brandt. Das ist erschienen im Mai 2015 im Rowohlt Verlag. Kostet als Taschenbuch und E-Book um die 10 Euro. Gibt es gebraucht, bestimmt aber auch noch günstiger. Hat 320 Seiten und ist mehr oder weniger der Auftakt einer Reihe. Denn es gibt mittlerweile auch einen zweiten Teil, Operation JFK. Und da spielt wohl das gleiche Ermittlerteam mehr oder weniger eine Rolle. Dementsprechend deswegen Auftakt. Ich weiß noch nicht, ob es mehr Reihenteile geben wird oder ich konnte da leider nichts dazu finden. Ich weiß gar nicht, wie wir auf Jack gekommen sind, beziehungsweise wer von den Kingsianern zuerst das Buch in Händen hielt. Jedenfalls haben sich dann nach und nach 3 der 4 Kingsianer dazu entschlossen, das Büchlein zu lesen. Und ich habe das Buch zusammen mit Paddy und auch Thorsten gelesen. Ihr findet beide Kanäle unten in der Infobox. Und hier gebissen. Und natürlich könnt ihr da einfach mal mit vorbeischauen, weil ich denke, auch die beiden werden dann demnächst über das Buch sprechen. In dieser Geschichte sind wir im CERN, in CERN, wie auch immer wir es aussprechen möchten, in der Schweiz, im hochwissenschaftlichsten Track, glaube ich, so ziemlich der ganzen Welt. Und wir treffen hier auf einen Zeitreisefachmann, Safari, wie auch immer, er ist ja Franzose, dementsprechend spricht man ihn wahrscheinlich ganz anders aus.
Aber ja, bei mir war er immer Safari, also von daher sage ich das jetzt auch einfach so. Und er hat entdeckt, wie man Zeitreisen kann und hält das eigentlich so ein bisschen geheim, möchte damit eigentlich nicht an die große Öffentlichkeit herangehen. Doch es kommt alles anders und es muss ein Fall in der Vergangenheit gelöst werden, beziehungsweise muss jemand für unschuldig erklärt werden, denn das Königshaus in England soll abgesetzt werden und dazu beitragen könnte, ein Gerücht, eine Verschwörung, die es gibt seit den Jack the Ripper Vorfällen 1888, glaube ich, war so der Höhepunkt von Jack the Ripper. Und hier wird ein Thronfolge der damaligen Zeit im Grunde, ja, beschuldigt, Jack the Ripper zu sein. Und um das Gegenteil zu beweisen, wird ein Team um Safari herum gebildet und es wird sich aufgemacht und es wird der Versuch gestartet, herauszufinden, wer Jack the Ripper ist, beziehungsweise wer er eben nicht ist. Und wer schon länger auf meinem Kanal dabei ist, weiß, dass ich Zeitreise unglaublich gerne lese. Sowohl, dass ein Protagonist eine Zeitreise macht, wie auch, dass ich als Leser in eine vergangene Zeit gehe und ich im Grunde dann die Zeitreise mache. Und ich war hier sehr, sehr gespannt, hier sehr neugierig, denn das Buch hat tatsächlich auf Amazon relativ nicht so gute Bewertungen, würde ich es jetzt mal freundlicherweise nennen, und dachte schon, mal gucken, wie es uns so gefällt. Und wir hatten einen sehr regen Austausch und es hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht, so jeden seine Gedanken, Eindrücke da so ein bisschen mitzunehmen. Also ich kann gemeinsam lesen wirklich absolut nur empfehlen. Ja, die Geschichte ist sehr schnell erzählt. Es ist ein unglaublich schneller Erzählstil, ein toller, flüssiger Schreibstil, wie ich fand. Man wird in die Geschichte so eingesogen und wir haben es selbst gemerkt, wir haben halt dann so Seitenzahlen ausgemacht und eigentlich war uns das nie genug. Beziehungsweise so eine Stunde später, oh, ich bin fertig und jetzt kann ich weiterlesen. Und das war wirklich schon ein Zeichen. Die Spannung ist da und man wollte unbedingt weiterlesen. Und dann wirklich so das letzte Stückchen habe ich dann wirklich so in einem Atemzug mehr oder weniger gelesen. Die Spannung ist da. Ich fand diese Grundidee dieser Zeitreise zurückzureisen und dann eben gerade einen Jack the Ripper auf die Fersen zu gehen, fand ich unglaublich spannend. Wer sich mit Jack the Ripper so ein bisschen beschäftigt hat, beziehungsweise vielleicht schon den einen oder anderen Film auch gesehen hat, weiß, dass das ein ganz düsterer Geselle war, der ja die Prostituierten in Whitechapel im damaligen London, im East End, im Grunde nicht nur getötet hat, sondern sie ja wirklich verstümmelt hat und allerlei schlimme Dinge getan hat, die ich jetzt gar nicht weiter ausführen möchte. Und diesen Mann auf die Fersen zu gehen, um herauszufinden, wer denn dahinter ist. Denn es gibt ja tatsächlich, glaube ich, nur so Vermutungen, wer das ist. Ich weiß gar nicht, ob da tatsächlich mal einer festgenommen wurde, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Und dieser Gedanke, aus der Jetztzeit tatsächlich zurückzureisen, vielleicht auch mit modernsten Mitteln, mit neuester DNA-Tests und sonstigem, eben zu überprüfen, wer könnte es sein, beziehungsweise ja eigentlich zu beweisen, wer ist es nicht, fand ich sehr spannend. Und das hat sich durch das ganze Buch sehr, sehr spannend gezogen. Wir sind am Anfang wunderbar in die Geschichte hineingekommen, es wurde ein Team gebildet, es war so ein bisschen das Feeling wie bei Ocean's 11, wer den Film kennt, fand ich großartig gemacht. Und man, ja, hat dann halt auch diese verschiedensten Teammitglieder, die einem so ein bisschen ans Herz wachsen, mit denen man mitfiebert, wo man jeden Gedanken von denen im Grunde so ein bisschen mitfühlen kann, warum sie das tun, warum sie hier sind, warum sie tun, was sie tun, fand ich großartig gemacht. Ich fand auch wirklich die Spannung durchweg durch das ganze Buch spannend und auch die Zeitreise dann, diese Zeitreise-Elemente da drin fand ich sehr, sehr gut. Es kam ein bisschen kurz, wie Whitechapel fast gewirkt hat, aber es gab so viele sehr plastisch erzählende Geschichten, dass man förmlich gerochen hat, wie die Themse 1888 tatsächlich gestunken hat. Anders kann man es wahrscheinlich gar nicht formulieren. Es war unglaublich spannend. Ich fand es wirklich durchweg wunderbar erzählt. Es ging schnell und es war halt wirklich so, es hat einen so eingesogen. Und es, ja, auch wenn es an mancher Stelle tatsächlich vielleicht ein bisschen langatmig war und gerade so das Ende nicht ganz das Ende so ist, wie ich mir das vorgestellt hätte oder vielleicht auch gewünscht hätte, wobei ein Buch ist ja kein Wunschkonzert, aber ich hätte mir ein anderes Ende erhofft bzw. auch erahnt, fand ich es doch durchweg toll erzählt. Es gibt so ein paar Schwächen, manchmal so, was den Charakteren passiert, dass denen so gefühlt alles manchmal zufliegt, dass dann auf einmal diesen Profis Dinge passieren und man denkt, oh Leute, habt ihr vorher nicht mal drüber nachgedacht? Und das ist natürlich schon so ein bisschen, wo man denkt,
Aber das sind wirklich nur kleine Kritikpunkte, wie ich finde. Also ich fand es einen großartigen Thriller, dieser Mix aus Thriller, Zeitreise und eben auch so ein bisschen eine Spur von Krimi, weil man eben was sucht und wirklich auch so dieses Historische nochmal aufsaugt. Diesen Mix fand ich wirklich gut gelungen und er hat mich total überraschend erwischt und mich wirklich begeistert und mir wirklich gut gefallen. Und ich bin wirklich froh, dass ich das Buch gelesen habe und ich glaube, dass wir wirklich direkt in naher Zeit im Frühling dann wahrscheinlich auch mit Operation JFK weitermachen. Da wird es ja dann um John F. Kennedy gehen, wie es im Namen schon steht. Ich denke mal, dass wir da wahrscheinlich dann das Attentat irgendwie aus allen Blickwinkeln beobachten. Und da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Also wirklich eine Empfehlung, wer gerne Thriller, Krimi, Zeitreise, Historisches so ein bisschen vermixt hat, der ist hier wirklich absolut richtig. Und ich war wirklich überraschenderweise wirklich sehr angetan und sehr begeistert und hätte es wirklich nicht erwartet. Aber so ein Buch habe ich später auch noch dementsprechend. Ja, war das eine überraschende Woche? Wollen wir es einfach mal so formulieren. Ja, weiter ging es dann mit der nächsten Überraschung. Allerdings in einer andere Richtung würde ich es nennen. Ja, Infernale 2, Rhapsody in Schwarz von Sophie Jordan ist jetzt Mitte März erschienen im Löwe Verlag, wurde mir auch von diesem zur Verfügung gestellt, kostet in gebundener Ausgabe 19 Euro, als E-Book 15 Euro, hat 384 Seiten und ist der Abschluss der Dilogie. Der erste Teil ist letztes Jahr, ich glaube auch so um die Zeit herum erschienen, sollte dann glaube ich schon im Sommer erscheinen, ist dann auf Anfang 2017 verschoben worden, sollte dann schon im Februar erscheinen und kam jetzt tatsächlich erst im März. So richtig verstanden, warum und weshalb, habe ich nicht. Ich weiß nicht, ob es am englischen Original lag, dass die Sophie Jordan länger gebraucht hat als erwartet. Ja, vom Cover her möchte ich hier wirklich sagen, dass mir beide Bände unglaublich gut gefallen. Ich glaube nur gerade, ich komme nicht am zweiten, dann schmeiße ich mein E-Book-Reader runter. Der ist ja in so blau-türkistönen gehalten, das sieht man es glaube ich hier drin nicht. Und auch dieses Aquarell finde ich wirklich sehr, sehr schön und darauf eben dann, ich gehe mal davon aus, dass es die Protagonistin Davy sein soll. Und ja, wir haben in Infernale eine Welt, in der wir die junge Davy verfolgen, die ein sehr schönes Leben lebt, die Freunde hat, einen Freund hat, eine tolle Familie hat. Und in dieser Welt gibt es das Mördergen HTS. Und dieses Gen ist eben dafür verantwortlich, dass der Mensch böse wird, dass der Mensch Böses tut und eben gewalttätig ist, Mörder ist. Und ja, das schiebt man in dieser Dystopie eben auf dieses Gen. Und dementsprechend werden alle Gentrainer, Träger im Grunde irgendwie ja weggesperrt und aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Ja, Davy macht sich da gar nicht so viele Gedanken drüber, denn sie hat ein schönes Leben. Doch eines Tages wird bei ihr dieses Mördergen festgestellt und ihr Leben stellt sich in Teil 1 komplett auf den Kopf, denn sie verliert ihre Freunde, sie wird in eine andere Schule geschickt, dort muss sie in einem Käfig sitzen, sie trifft dort eben auf Gleichgesinnte und denkt eigentlich, ja, so richtig gehöre ich hier nicht hin. Ja, Davy wollte auf die Juilliard, war musikbegabt und irgendwie denkt sie, das kann doch nicht alles sein, dass ich jetzt wegen diesem Mördergen hier festsitze. Und ja, schon im Band 1 spürt man, da tut sich so ein bisschen eine Gesellschaft auf, die ja, sich eben nicht so unterbuttern möchte. Und ja, Davy trifft hier eben dann auch auf Sean, der ja so ein bisschen zu einem guten Freund wird und beide versuchen eben so ihrem Schicksal ein bisschen zu entrinnen. Zum zweiten Teil kann ich jetzt natürlich schlecht was erzählen. Er schließt ziemlich fast nahtlos an den ersten Band an. Es ist so ein bisschen Zeit vergangen, man hat aber nicht das Gefühl, dass man was verpasst hat. Der Anfang war ein bisschen schwierig zum Wiedereinkommen, fand ich so gefühlt. Es gab kaum Rückblenden, keine Wiederholungen, keine Gesprächsfetzen, wo man irgendwie nochmal was mitgenommen hat. Ich hatte mir dann auch noch die ein oder andere Rezension vom ersten Teil nochmal durchgelesen, um so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen und muss hier aber sagen, dass die Charakterentwicklung wirklich schrecklich war. Davy war im ersten Teil eine so taffe, starke, tolle Protagonistin, die mir echt Spaß gemacht hat, die so ein bisschen trotzig war und das hat mir zum Beispiel bei Cecilia Hearn, Floor, das hat mir auch gut gefallen, dass die Mädels sich eben nicht, dass sie sich das nicht einfach alles so hinnehmen, sondern die kämpfen und stark sind. Im zweiten Teil wird Davy tatsächlich ganz anders, sie bemitleidet sich ständig selbst, sie bemitleidet ihr Mördergehen, sie hält sich selbst ständig für Böses, sie schiebt jeden schlimmen, bösen Gedanken in ihren Augen auf dieses Mördergehen, sie
sieht sich im Grunde gar nicht mehr als vollständigen Menschen, sondern immer nur das Gehen, das Gehen, das Gehen. Und irgendwie sage ich, okay, ich kann diese Gedanken bis zu einem gewissen Grad sogar verstehen, aber das war mir hier einfach zu viel. Wo ist diese tolle Daily hin, die wir im ersten Teil hatten? Die war hier einfach nicht da. Zudem tauchen da noch so die ein oder anderen Nebenfiguren auf, die halt auch nur Nebenfiguren bleiben. Also es ist, man erfährt kaum was aus den Menschen, die ihr mal nahe standen, irgendwie irgendwas. Die Familie wird fast ausgeblendet und das ist wirklich was, wo man sich denkt, hallo, sie muss doch irgendwie, irgendwo gibt's doch da noch Menschen. Und auch die Charaktere, die im zweiten Teil dazu kamen, die dann irgendwo mal verloren gehen, über die hört man nichts mehr. Und das ist so total merkwürdig, ich sage, da tauchen Personen auf, die scheinen wichtig zu sein und dann sind sie irgendwie weg und keiner spricht mehr über die. Ich weiß nicht, ob das Absicht war, das fand ich unglaublich merkwürdig. Und was mich auch sehr gestört hat, war, dass Davy Entscheidungen trifft, etwas tut, die Entscheidungen zu 90% nicht so laufen, wie sie sich vorstellt und dann alles irgendwie um sie herum immer zusammenstürzt. Man hat das Gefühl, Davy ist irgendwie so der Halter dieser Welt und wenn sie was falsch macht, dann muss die ganze Welt drunter leiden. Und das fand ich tatsächlich sehr, sehr übertrieben, denn Davy ist ein junges Mädchen, die keine Revolution anführt, die einen Krieg führt oder keine Ahnung. Und das fand ich tatsächlich viel zu viel. Und dann gibt es auch noch so die ein oder andere Liebesgeschichte, die ich unglaublich unnötig fand, die viel zu viel Raum genommen hat und die dann auch noch in etwas endet, wo man eigentlich nur noch mit dem Kopf schütteln kann. Und mir ging es wirklich leider sehr in dem Buch so. Ich sage noch, das erste Drittel von dem Buch, da ist man noch mit Erwartungen sehr, sehr hoch dabei. Die letzten zwei Drittel fand ich unglaublich langweilig, zäh. Und ich konnte einfach Davy auch irgendwann nicht mehr zuhören, wenn sie jammert. Und das war einfach schrecklich. Geschrieben ist das Buch ja auch in der Ich-Perspektive, was ich ganz gerne mag. Und ich mochte auch dieses Einwerfen von Zeitungsartikeln oder Nachrichten oder das, was man aus dem ersten Teil schon kannte. Das fand ich wieder großartig. Aber ich, meine Geschichte war es nicht. Also ich finde es unglaublich schade, dass aus dieser Geschichte so ein Ende gemacht wurde. Es ist überhaupt, hat nichts mehr mit dem ersten Teil gefühlt zu tun. Also finde ich sehr, sehr schade. Ist wirklich eine große Enttäuschung. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, weil die Dialogie einfach so gut angefangen hat. Und ja, mir fehlen da tatsächlich die Worte. Ich finde es wirklich nicht gut gemacht. Und ja, da hilft auch das schöne Cover tatsächlich so gar nichts. Die Überraschung war Jack, ganz positiv. Die nächste Überraschung war im Grunde dann Infernale 2, allerdings negativ. Also was mir Jack gebracht hat, gegeben hat, konnte ich in Infernale tatsächlich in keinster Weise irgendwie wiederfinden. Begonnen habe ich dann eigentlich mit China, wie wir es sehen. Allerdings tatsächlich das nächste Buch früher beendet und deswegen füge ich jetzt in der Reihenfolge jetzt danach. Denn ich wollte neben diesem Reisebericht über China eben auch noch etwas anderes lesen. Und ja, habe dann eben zu meinem ersten Blogger-Lounge aus dem Drachenmond-Verlag Buch gegriffen. Und zwar Waterlove von Marion Hübinger, welches am 6. März diesen Jahres eben im Drachenmond-Verlag erschienen ist. Und das als Taschenbuch 13 Euro kostet, als E-Book 4 Euro und um die 312 Seiten hat. Ein Buch, dessen Klappentext mich direkt angesprochen hat. Es klang wunderbar dystopisch und man hatte hier eben einen männlichen Protagonisten, was ich immer sehr interessant finde, weil man das eben in der Jugenddystopie tatsächlich sehr, sehr selten trifft. In der Erwachsenenliteratur dann schon wieder eher, aber in Jugendbüchern sind es eben eher die Frauen oder die jungen Mädchen oder jungen Frauen, wie auch immer, die uns dann eben durch die Dystopie begleiten. Und dieser dystopische Ansatz und das Cover und wirklich wieder so rübergebracht wurde, hatte mich wirklich angesprochen, sodass ich dann eben die Chance ergriffen habe und hier zugegriffen habe. Und ja, wir treffen hier auf Bela und zwar beginnt die Geschichte 2046, also in gar nicht so weiter Zukunft. Und wir treffen ihn bei einem Gespräch mit seinem guten Freund Fabio und sie erzählen im Grunde so ein bisschen im Epilog schon, was auf der Welt so passiert ist. Denn die Welt steht ein paar Jahre, ich glaube ein Jahr vorher, ja,
2045, gleich ein Jahr zurück, steht die Welt vor dem Abgrund. Denn die Erderwärmung nimmt stetig zu. Die Städte und auch Länder verschwinden teilweise unter dem Smog. Und die Leute müssen in Bunker flüchten. Und schon vor gar nicht allzu langer Zeit gab es die reichen, betuchten, einflussreichen Menschen, die sich selbst die Waters genannt haben und ja, die Waterships gebaut haben. Und dann eben unter Wasser die Menschheit, ihre Art, diese Spezies eigentlich weiterleben lassen wollten. Ja, unser Bela ist aber leider kein Waters, er ist ein Landers. Und er wächst bei seinem Großvater auf, denn seine Eltern sind jung gestorben. Und sein Großvater ist ein erfolgreicher Künstler, ich glaube aus Ungarn. Und auch er hat so ein bisschen dieses malerische Gen geerbt und trifft bei einem Studentenprojekt Sintje. Und auch Sintje ist bei dieser Projektarbeit wirklich komplett mit Leidenschaft dabei. Es geht um behinderte Kinder und beide lernen sich da so ein bisschen besser kennen. Doch Bela merkt recht schnell, Sintje trägt die Markierung einer Waters. Das heißt, für beide, tja, irgendwann trennt sich sozusagen ihre Freundschaft. Und Bela möchte auch ein bisschen mehr als Freundschaft, denn er hat sich direkt auf den ersten Blick in Sintje verliebt. Doch es soll nicht allzu lange dauern, da kommt auch der Smog über Deutschland und ja, was aus den beiden wird, das müsst ihr dann natürlich selbst lesen. Es ist eine Geschichte, die einen direkt von Anfang an in die Welt so ein bisschen hineinbringt. Es wird einem schnell erklärt, wie die Welt tickt, was auf der Welt schiefgelaufen ist, was passieren könnte, was es mit den unterschiedlichen Menschengruppen zu tun hat, mit den Waters, mit den Länders, wie die ticken, was die gegeneinander haben, warum, weshalb. Ich fand das unglaublich gut gemacht. Das war in einem schnellen Tempo sehr, sehr flüssig erzählt. Man war irgendwie direkt so auf einen Stand mit den Figuren und begleitet dann eben Bela und auch Sintje durch diese Geschichte, denn wir haben so ein bisschen einen Perspektivwechsel, der super ausgearbeitet ist, wie ich finde, und man immer weiß, wo man ist, wer man ist, ne? Das ist mir immer wichtig. Und sogar der Schreibstil so ein bisschen sich unterscheidet, wie die Ausdrucksweise der Charaktere ist, was ich wirklich großartig fand. Ich mochte diesen dystopischen Gedanken, dass die Welt eben vor so einem Abgrund steht, dass diese Erderwärmung, ich meine, das ist ja ein Thema, über das wir heute schon in den Nachrichten immer wieder mal was hören. Ich glaube, noch viel zu wenig auf der ganzen Welt tun, aber wer weiß, wie es in 30 Jahren tatsächlich mal auf der Welt aussieht. Und dieser Gedanke, dass sich die Menschen dann eben vielleicht ins Wasser zurückziehen, finde ich gar nicht so absurd. Das gibt es ja schon in manchen Science-Fiction-Geschichten, ist das ja schon da. Es ist ja jetzt nichts komplett Neues. Aber ich fand tatsächlich, dass Marion Hübinger es schafft, diese Geschichte frisch, neu und innovativ wirken zu lassen. Und sie hat eben so ein paar Dinge eingebaut, die ich jetzt gar nicht erzählen möchte, weil ich möchte ja nicht spoilern, dass die Geschichte wirklich ganz neu irgendwie wirkt. Sie hat tolle Idee mit reingebracht, spannende Wendungen und es hat wirklich Spaß gemacht, diese Geschichte zu lesen. Und ich bin an dieses Buch ja eigentlich mit, ich sag jetzt mal, wenig Erwartungen herangegangen, anders als es zum Beispiel bei Infernale der Fall war. Und ich habe einfach da den direkten Unterschied gemerkt, wie mich Waterlove mitgerissen hat, die mich begeistert hat, wie ich da nicht mehr weglegen wollte, das Buch, und es dann tatsächlich an 2 Tagen gelesen habe und so in 3-4 Schüben im Grunde weggesuchtet habe. Und ich finde, das ist immer ein gutes Zeichen für ein Buch. Und man einfach merkt, man ist sofort drin, man wird damit reingesogen, es wird einem was ja im Grunde geboten, man darf da was mit erleben, man leidet im Grunde mit Bela und Sintje mit und man erlebt diese Welt im Wandel und merkt dann eben, ja, wo könnte es wirklich mal für die Welt hingehen. Und es ist eben nichts Unrealistisches an den Haaren herbeigezogenes, sondern irgendwie ein akutes Problem, was eben so ein bisschen weitergesponnen wurde. Und das hat Marion Hübinger für mich wirklich unglaublich gut gemacht und es hat wirklich Spaß gemacht, diese Geschichte zu lesen, diese Welt zu entdecken und eben mit den Waters und den Landers so ein bisschen mitzufiebern. Was mich tatsächlich so ein bisschen gestört hat, war gerade auf Belas Seite die extreme Jugendsprache. Also wenn davon, hey, alter Ho, und irgendwie in einer Tour das böse F-Wort und immer dieses Hey Ho und Hi Hi und keine Ahnung, was da noch alles so kam und Alter und Opfer du und da bin ich irgendwie raus. Also ich bin Anfang 30 und ich spreche so in meinem Freundeskreis nicht und ich weiß auch nicht, ob wirklich Jugendliche so sprechen. Zudem hat sich das eben so ein bisschen gekünstelt angefühlt. Es ist so vielleicht jetzt auch jammern auf hohem Niveau, aber das war wirklich was, wenn da so diese Aussprachen kamen, wo ich immer so dachte, ach, musste das wirklich sein? Können die sich nicht einfach normal unterhalten? Ja, es ist ein Jugendbuch, ja, man möchte Jugendliche ansprechen und ja, es sind auch jugendliche Charaktere, wobei jetzt Bela mit 19 ja gar nicht so jugendlich eigentlich mehr ist.
Und das fand ich wirklich, das hat mich an mancher Stelle schon ein bisschen gestört, wenn ich ehrlich bin. Aber ansonsten, bis auf diese Jugendslang-Sprache, fand ich es wirklich großartig und sehr gelungen. Ich bin total überrascht, hier auf ein Buch zu treffen, auf das ich wohl nie von alleine gekommen wäre. Und wirklich sage, es hat mich einfach begeistert, mitgerissen und ist auf jeden Fall wert, dass es bekannter wird, dass ganz viele Dystopie-Fans dazu greifen, weil ich finde, es ist wirklich eine großartige Jugenddystopie, die wirklich Spaß macht und man halt wirklich jetzt so im Vergleich Infernale hat und sich so denkt, oh, eine ganz bekannte und Bestseller-Autorin, weiß jetzt nicht, ob sie war, aber und dann eben doch für mich eine unbekannte Marion Hübinger, wo ich denke, Wahnsinn. Also, dass es so einen Unterschied macht, fand ich wirklich großartig. Und die Geschichte spielt auch in Deutschland, was ich sehr schön finde, muss nicht sein, keine Frage. Aber ich fand das so schön, einfach so ein bisschen dieses Zuhausgefühl zu haben. Und das hat mir wirklich einen Spaß gebracht. Die Geschichte hat mich wirklich mehr als überrascht und gefällt mir wirklich unglaublich gut. Und hätte ich tatsächlich nicht erwartet und ja, freue mich, dass ich diese Geschichte diese Woche entdeckt habe. So auch das nächste Buch. Ja, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, es war China, wie wir es sehen, von Erik Lorenz, herausgegeben von Erik Lorenz. Er selbst hat eine Geschichte beigetragen, ist aber nur der Herausgeber. Und ja, erschienen ist es Mai 2014, auch im Drachenmond Verlag, kostet als Taschenbuch 15 Euro, als E-Book 5 und hat 338 Seiten. Und mir fehlen aktuell noch so drei Geschichten, die ich aber denke, auf jeden Fall heute Abend noch lesen werde. Und dieses Büchlein habe ich mir geholt, natürlich auch zur Vorbereitung auf mein Hangout mit Erik Lorenz. Denn von Erik Lorenz habe ich ja aus der gleichen Reihe, wie wir es sehen, schon über Australien gelesen und habe von ihm auch sein Reisebuch über Laos schon gelesen. Und beide Bücher fand ich ja wirklich großartig vom was sie rüberbringen. Und ja, auch Erik Lorenz ist ein ganz sympathischer. Und so habe ich ihn ja direkt ja, auch zu einem Autoren-Hangout eingeladen. Und er ist dann am Dienstag um 19.30 Uhr auch auf meinem Kanal. Also schaltet da auf jeden Fall gerne ein. Und so habe ich dann eben ein bisschen rum überlegt, ja, welches Land von denen, die hier so ein bisschen beschrieben sind, würden dich denn interessieren? Denn aus dieser Wie wir es sehen Reihe gibt es noch Indien und ich glaube noch Frankreich und es gibt auch noch ein England-Buch, was ich total spannend finde. Ich glaube, das ist ja zu Fuß abgelaufen, aber man kann ja immer nur so ein Buch nach dem anderen lesen. Und so habe ich mich für China entschieden, weil das wirklich so ein Land ist, das mich irgendwie fasziniert. Sowohl positiv wie negativ, ich kann es nicht anders sagen. Und so war ich sehr gespannt, was uns diese 21 Menschen, die es sind eben 21 Geschichten, über China erzählen werden. Wir haben hier eben Einheimische, Zugewanderte und eben auch Reisende. Und es ist so gefühlt auch so ein bisschen eine Zeitreise durch die verschiedensten Millionenstädte. Wir laufen auf, oder wir folgen der Seidenstraße und das alles in drei Teile unterteilt. Denn der erste Teil steht so unter dem Motto China spüren. Hier haben wir Lebensgeschichten und ja, können im Grunde sehr tiefgründig wahrnehmen, wie das Land eben von den Menschen gesehen wurde. Es gibt Erinnerungen von Zurückgekehrten, beziehungsweise auch eben Erlebnisse von Zugezogenen und wir haben hier eben halt auch so die Probleme der schwierigen Sprache und es gibt auch Erinnerungen an Revolution und was die Zeit eben so gebracht hat. Der zweite Teil beschäftigt sich dann mit China entdecken und wir hier erkunden wir die Seidenstraße und wir sind eben mal als Ausländer unter und sie haben eine chinesische Reisegruppe um uns herum. Oder wir haben eben auch wie Erik selbst und der eben auch etwas Wunderbares durchwandert ist, nämlich die Tigergrundschlucht. Und da auch so manche Metapher drin mitschwingt, eine ganz tolle Geschichte, wie ich fand. Und der dritte Teil beschäftigt sich dann mit China begreifen. Und hier geht es dann um die chinesische Gastfreundschaft, um die Stadtentwicklung, wie diese vielen Millionenstädte überhaupt zu überbewältigen sind und ja, wie sie dann eben auch mit den alten Menschen zum Beispiel in China umgeht und was das so für ein Konflikt ist zwischen jung, moderne und dem alten, traditionellen China und dann eben auch die Menschen, die da eben wohnen. Und das alles nicht mal auf 400 Seiten ist wirklich eine geballte Ladung an Landeskunde. Es sind grundverschiedene Sprachstile in den Geschichten, es sind grundverschiedene Menschen, die uns diese Geschichten erzählen und jede Geschichte ist für sich eben spannend, unterhaltsam. Es gibt Geschichten, die sind ein bisschen länger, es gibt Geschichten, die sind kürzer. Die einen sind ein bisschen sprachlich schöner, spannender erzählt als andere. Das ist ganz klar bei 21 Geschichten. Aber ich fand alle durchweg bisher wirklich gut. Ich merke richtig, man geht da so ein bisschen mit, man lässt sich für
eine kurze Zeit auf eine Geschichte ein. Das ist auch der Vorteil an diesen 21 Geschichten. Man liest so eine Geschichte eben auch einfach mal in irgendeiner kurzen Pause weg. Also wenn man auf irgendwas wartet, so 10 Minuten, Viertelstunde, hat man eine Geschichte gelesen. Und das finde ich halt immer auch sehr, sehr schön. Also man muss sich nicht erst reinfinden, sondern man bekommt eine neue Geschichte und ja, da kann man eben Dinge erleben. Man erfährt ein bisschen was über die Sprache, wie geht es Ausländern in dem Land, die dort arbeiten, die als Tourist unterwegs sind oder eben auch Zurückgekehrte, also alte Menschen, die dann eben irgendwohin ausgewandert sind, nach der Revolution zum Beispiel und wieder zurückkehren. Wie empfinden die ihr damaliges China? Erkennen die noch irgendwas? Was hat sich verändert? Es ist ein Potpourri an Geschichten und es hat mir wirklich wieder großen Spaß gebracht. Es hat ein wenig meinen Fernweh gemildert, aber gleichzeitig, wo ich dachte, oh, es wäre auch schon mal wieder schön, ne? Aber China ist, glaube ich, jetzt gar nicht so ein Land, was so auf meiner Wunschliste steht zum Hinreisen. Aber es hat natürlich schon so eine Faszination. Und das finde ich natürlich, hat schon irgendwas Spannendes. Über ein Land was zu lesen, was einen irgendwie fasziniert, wo man irgendwas greifen möchte, wenn man auch nicht weiß, was es ist. Aber ich fand es wirklich toll. Es hat mich wirklich unterhalten, es hat mich mitgerissen und es hat mich wirklich bisher gut unterhalten. Und das finde ich persönlich einfach auch wichtig, dass so eine Geschichte durch die Mischung der Geschichten und eben auch unter diesen drei Teilen, die eben das Buch hat, in das es aufgeteilt wurde, dass man da eben so ein bisschen Gefühl für dieses Land bekommt und für die Menschen dort und wie wichtig zum Beispiel so eine Gastfreundschaft ist, was Menschen in China total abstrus an uns Europäern finden. Also dieses, dass man sich so direkt Kritik ins Gesicht wirft, das würden ja Chinesen laut diesem Buch zum Beispiel ja nie wirklich machen. Also ne, das und wie unmöglich die das finden, wenn wir Europäer kommen und sagen, hey, das hast du aber mistig gemacht. Und dass das halt wirklich einfach kulturell ein ganz großer Unterschied ist. Und das ist so spannend, das zu lesen, sowohl von der einen Seite, wenn eben Touristen und Zugezogene erzählen, eben als auch von der anderen Seite. Und diese Mischung, finde ich, macht diese Reihe auch so speziell. Das hat mir schon in Australien unglaublich gut gefallen. Das gefällt mir auch wirklich in China. Und ich bin jetzt noch sehr gespannt auf die drei Geschichten, die übrig sind. Und freue mich auch wirklich sehr, dass Erik dann am Dienstag auf meinem Kanal ist und ich ihn natürlich nicht nur zu seinem Leben als Autor befragen kann, sondern natürlich auch als, ja, als Reisender auf dieser Welt. Und ja, da freue ich mich wirklich sehr. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall dabei, 19:30 am Dienstag, für alle, die es jetzt noch nicht verstanden haben. Und ja, das waren die Bücher dieser Woche. Also wie ihr seht, tatsächlich sehr, sehr positiv, bis auf Infernale, das streichen wir einfach aus den Erinnerungen. Hat mich wirklich sehr enttäuscht, aber dafür drei Top-Bücher, die mir wirklich ganz, ganz viel Lesespaß gebracht haben. Dann ist bei mir ein neuer Funko eingezogen und mancher auf Instagram hat ihn vielleicht schon gesehen. Oh, it's Fred. Ja, es war für die, die raten durften, eine 50-50-Chance, ob es George oder Fred ist und ich habe mir Fred Weasley bestellt, beziehungsweise auch George und ich denke mal, dass der in den nächsten Tagen kommt. Ich freue mich da unglaublich drüber. Fred und George sind ja meine Lieblinge aus Harry Potter und ich wollte eigentlich erst eine Hermine und einen Ron, dachte aber dann, nein Steffi, du liebst Fred und George und dementsprechend ist der kleine Fred bei mir eingezogen. Ah, mit seiner Weasley und Weasley Tasche oder seinem Köfferchen, oh, total schnieke, wie ich finde. Oh, ich finde ihn so großartig. Ich finde die toll gemacht. Also ich bin da wirklich ein Fan. Ihr seht ja im Hintergrund, ihr müsstet sie alle sehen, die vier Golden Girls. Und mein Harry und Fred darf sich jetzt zu Harry gesellen und dann kommt demnächst George und dann wird, glaube ich, auch mal was Weibliches aus Harry Potter einziehen, nicht nur die Männer. Und ja, ich finde ihn total niedlich. Auch die kleine Krawatte, oh, ich bin da total verliebt. Und ja, ein neuer Funko ist bei mir eingezogen. Dann lief auf Sky die Verfilmung von Alice hinter den Spiegeln, der zweite Teil im Grunde zu Alice im Wunderland. Auch wieder ja mit Johnny Depp, Helen Bonham Carter, wer auch immer alles mitgespielt hat. Ich weiß jetzt leider gerade mal wieder nicht, wie die Schauspielerin von Alice hieß. Und ja, alles unter der Regie von Tim Burton. Und ich war ja ein großer, großer Fan von Alice im Wunderland, von der eigentlichen Verfilmung. Und ich bin ja sowieso ein Fan von Alice im Wunderland. Ich liebe diese Geschichte und wie gerne wäre ich ins Wunderland gereist. Und ach ja, und der wunderbarste Satz ist wohl ab mit dem Kopf. Und ja, denken wir auch noch an den verrückten Hutmacher. Und ja, also ein großer, großer Fan. Und ich habe es irgendwie letztes Jahr nicht mitbekommen, als er in die Kinos kam, habe ihn irgendwie verpasst und war jetzt aber ganz froh, dass er auf Sky lief. Und ja, so haben wir den aufgenommen, uns zusammen angeguckt und ich muss schon sagen, er war schon ein bisschen crazy.
Also ich, ja, für Tim Burton-Verhältnisse war er fast schon ein bisschen too much. Also wobei, Tim Burton ist immer too much und ist immer ein bisschen zu viel des Guten. Aber es war schon ein bisschen sehr bunt, ein bisschen sehr wirr und ein bisschen sehr irre. Man kann es gar nicht anders sagen, finde ich. Aber, und da kommt das große Aber, ich fand es irgendwie gut, dass diese ganze Wirrnis und dieses ganze Durcheinander und dass wir dann im Grunde auch so die Zeit verändern und dann auch auf noch Mr. Zeit selbst sozusagen treffen und dass es ja darum geht, im Grunde die Familie vom verrückten Hutmacher zu finden und er eben daran ja eigentlich so ein bisschen kränkelt und ganz verblasst und Johnny Depp spielt das einfach grandios. Also ich finde, solche verrückten Rollen passen einfach perfekt zu ihm und ja, fand ich großartig. Also ich fand ihn wirklich eigentlich eine Spur drüber, aber fand das gerade auch irgendwie gelungen. Ich kann es gar nicht anders sagen und es hat einfach Spaß gemacht, sich den anzugucken. Und ja, wer Alice im Wunderland den ersten Teil mochte, der wird auch den zweiten Teil, denke ich, gerne angucken. Er ist halt nicht ganz so an der Vorlage. Ich meine, es war der erste Alice im Wunderland ja auch schon nicht. Im Grunde spielt ja die Verfilmung von Alice im Wunderland auch Jahre später, als die Alice ein zweites Mal ins Wunderland mehr oder weniger reist, was ja nichts mit der ersten Alice im Wunderland-Geschichte zu tun hat. Aber jetzt habe ich mich, glaube ich, selbst verwirrt. Und dementsprechend so eine echte Vorlage, eine echte Buchverfilmung kann man es halt nicht nennen, aber es spielt halt in diesem Universum und es ist einfach, ach, einfach da wieder einzutauchen und Dudelim und Dudeldei und ja, finde ich einfach großartig. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und nach der Verfilmung jetzt so ziemlich, würde ich sagen, zum letzten Thema der Woche. Ja, heute am Freitag ist die Umfrage im Leseclub von Alicia, Phil und mir gestartet, denn wir wollen natürlich auch Ende April wieder ein Buch gemeinsam lesen. Und ja, wir haben uns diesmal darauf verständigt, so eine Aufwärmrunde zu machen. Nicht im Sinne von, wir wärmen uns vor dem Sport auf. Nein, wir wärmen Bücher, die es eben nicht geschafft haben, in irgendeinen der anderen Monate einfach wieder auf und holen uns zweit- und drittplatzierte Bücher in die Auswahl. Und wir waren uns diesmal ziemlich schnell einig über die drei Bücher, die wir sozusagen in den Lostopf geben wollen. Und ja, die Abstimmung geht jetzt bis zum 1. April. Ihr habt also gut eine Woche Zeit und dann bin ich sehr gespannt, was dabei herauskam. Als ich vorhin geguckt habe, war schon wieder ziemlich nah und knapp beieinander. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ja, drei Bücher sind es geworden. Das erste Buch ist Der Circle von Dave Eggers, welches im Jahr 2015 erschienen ist. Und hier heißt es im Klappentext, die 24-jährige May Holland ist überglücklich. Sie hat einen Job ergattert in der hipsten Firma der Welt, beim Circle, einem freundlichen Internetkonzern mit Sitz in Kalifornien, der die Geschäftsfelder von Google, Apple, Facebook und Twitter geschluckt hat, indem er alle Kunden mit einem einzigen Internet-Identität ausstattet, über die einfach alles abgewickelt werden kann. Mit dem Wegfall der Anonymität im Netz, so ein Ziel der weißen drei Männer, die den Konzern leiten, wird die Welt eine bessere. Man stürzt sich voller Begeisterung in diese schöne neue Welt mit ihren lichtdurchfluteten Büros und High-Class-Restaurants, wo Sterneköche kostenlose Mahlzeiten für die Mitarbeiter kreieren, wo internationale Popstars Gratiskonzerte geben und fast jeden Abend coole Partys gefeiert werden. Sie wird zur Vorzeigemitarbeiterin und treibt den Wahn, alles müsse transparent sein, auf die Spitze. Doch eine Begegnung mit einem mysteriösen Kollegen ändert alles. Wir haben hier eine düstere Science-Fiction-Geschichte, die auch so ein bisschen betitelt wird als Neue, schöne neue Welt von Alois Huxley. Und ich bin hier sehr neugierig. Also das Buch klingt unglaublich spannend, wie ich finde. Und ich bin ja ein Dystopie-Fan. Dementsprechend ist das natürlich ganz was nach meinem Geschmack. Auch die nächste Geschichte klingt mega spannend. Vollendet von Neil Schusterman aus dem Jahr 2014. Ist der Auftakt, ich glaube, einer Trilogie, wo es auch schon alle drei Teile gibt, wenn ich mich nicht irre. Und hier heißt es, ein erschütternd reales Zukunftsszenario. Deine Umwandlung ist garantiert schmerzfrei. Jeder Teil deines Körpers lebt weiter, sagen sie. Aber wenn jeder Teil von dir am Leben ist, nur eben im Körper eines anderen, lebst du dann oder bist du tot? Der 16-jährige Connor hat ständig Ärger. Risa lebt in einem überfüllten Waisenhaus. Leaf ist das wohlbehütete Kind strenggläubiger Eltern. So unterschiedlich die drei auch sind, eines haben sie gemeinsam. Sie sind auf der Flucht vor einem Staat, in dem Eltern ihre Kinder im Alter von 13 bis 18 Jahren umwandeln lassen können.
sehr, sehr gruselig, wie ich finde. Klingt wirklich sehr düster und ja, spricht mich absolut an und bin sehr gespannt, was sich hinter dieser Geschichte so verbirgt. Und das letzte Buch ist dann Du neben mir und zwischen uns die ganze Welt von Nicola John aus dem Jahr 2014. Nein, 15, entschuldigt. Und es ist, soweit ich weiß, sogar schon verfilmt worden. Oder es kommt jetzt. Irgendwas habe ich von einer Verfilmung gehört, beziehungsweise gibt es jetzt das Buch eben auch mit dem Filmcover. Und ja, dementsprechend, bevor man sich vielleicht den Film anguckt, liest man mal das Buch. Und es klingt auch sehr interessant, wenn auch ganz anders als die beiden Bücher, die es vorher waren. Denn am Anfang war ein Traum und dann war Leben. Wenn ihr Leben ein Buch wäre, sagt Madeline, würde sich beim Rückwärtslesen nichts ändern. Heute ist genau wie gestern und morgen wird sein wie heute. Denn Madeline hat einen seltenen Immundefekt und ihr Leben lang nicht das Haus verlassen. Doch dann zieht nebenan der gut aussehende Olli ein. Und Madeline weiß, sie will alles, das ganze große, echte, lebendige Leben. Und sie ist bereit dafür, alles zu riskieren. So hat man die Liebe noch nie gelesen. Das neue Lieblingsbuch für Töchter und ihre Mütter. Eine außergewöhnlich berührende Liebesgeschichte für Fans von Jojo Moyes und John Green. Mit besonderen Illustrationen, Skizzen, Notizen und E-Mails. Und ich bin ja tatsächlich ein Fan von Jojo Moyes und auch von zumindest zwei Büchern von John Green. Nicht alle konnten mich da begeistern. Und ich bin hier sehr neugierig. Also es wäre wahrscheinlich tatsächlich so eine Geschichte, zu der ich auch erstmal sehr skeptisch greifen würde. Weil ich weiß nicht, ob dieses Thema, ob man da nicht schon drüber genügend Bücher geschrieben hat. Aber es wird so toll beschrieben mit dem heute, morgen und morgen ist wie gestern. Und dass man denkt, so vom Sprachlichen her könnte das tatsächlich toll sein. Und ja, diese drei Bücher gibt es jetzt auszuwählen für Ende April. Es wird also ja mit das Frühlingsbuch schlechthin so April in den Mai. Und wer Lust hat, eins der drei Bücher mit uns zu lesen, ihr findet natürlich den Leseklub unten in der Infobox und könnt da auf jeden Fall noch abstimmen bis zum 1. April. Und am Montag startet ja auch dann die Leserunde zu Silo. Das ist ja das Buch jetzt für den März, was wir ja ein bisschen nach hinten geschoben haben, weil wir ja zumindest zwei von uns dreien auf der Buchmesse sind und gesagt haben, wenn wir eher anfangen, müssten ja die Leute dann im Grunde so pausieren und es sind ja auch einige andere Mitleser zum Beispiel auf der Buchmesse und das wäre halt nicht so schön. Dementsprechend fangen wir jetzt Montag an und ich freue mich auch sehr auf Silo. Eingeteilt ist es schon, im Regal steht es ja schon länger und ich freue mich sehr auf diese Geschichte. Und das war es jetzt im Großen und Ganzen auch schon. Bleibt heute auch nicht mehr viel Zeit, um noch mehr zu quatschen, denn es muss jetzt noch Koffer gepackt werden. Ich habe heute ein bisschen das schöne Wetter draußen genutzt, das Auto ist schon vollgetankt und ja, morgen früh geht es ja relativ früh los. Ich freue mich unglaublich auf das Wochenende, auf die Begegnungen, auf die Menschen, auf die Lesungen und auf ganz viele Eindrücke und wahrscheinlich bin ich dann Sonntagabend wirklich sowas von planen. Ja, aber ich habe Montag frei, dementsprechend ist es nicht ganz so schlimm und man hat noch was vom Wochenende und ja, ich hoffe, euch hat die Bücherwoche gefallen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit den Büchern, die ich gelesen habe, beziehungsweise kennt ihr ja das ein oder andere Buch vielleicht auch schon oder kennt eins der drei Bücher aus der Umfrage, dann könnt ihr das natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben und ich freue mich da immer auf den Austausch mit euch und ja, wünsche euch nur noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video, was dann ja das Hangout am Dienstagabend ist. In diesem Sinne, macht's gut, tschüss, eure Steffi.